Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muddybärenbande. Wir sind heute bei der 27. Folge und heute ist der 12.10. genau. Und ja, läuft gerade nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum. Läuft einfach nicht gut. Das kann ich euch sagen. Aber gucken, wir werden das Beste draus machen und wir spielen gegen Terraner. Ich mag Terraner nicht mehr. Die sind, keine Ahnung. Das ist für mich, egal. Nein, wir versuchen uns nicht drauf aufzugeilen von den letzten Spielen. Und spielen jetzt einfach nochmal von vorne. Ich finde es halt ein bisschen traurig, dass die Protoss Army so langsam ist. Dass man einfach nur übelst aufgerieben werden kann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, ich wollte den Pylon da, damit der Reaper, dass er da nicht hochkommt. Und ja. Tut mir leid, wenn ich nicht so ein bisschen nicht so viel erzähle, aber ich bin jetzt ein bisschen müde und so. Basics diesmal. Mal ein bisschen was anderes. Golden Scout. Also kein Reaper. Also so manchmal. Keine Echse. Okay. Eure Sonden werden angegriffen. Doch ein Reaper, hä? Und schon unten Pylon. War weiter Sonden. Ohne wussten die mal ein bisschen. Nehmen gleich noch zwei Stalker dazu. Ich bin hier in den Schatten. Was ist euer Problem? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, du. Ich bin die Stärkheit. Das ist die Lehre. Ja, nehmen wir die Echse. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen zur Zeit bis zur Schlagkraft ein bisschen satt. Och, bitte mein. Wir bleiben im Vor. Was ist euer Beginn? Forschung abgeschlossen. Ich brauche unbedingt eine neue Bilder, oder? Also ich bin absolut nicht mehr damit zufrieden. Die ist einfach nicht mehr so gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr
kommt einfach gegen Terraner zurzeit damit nicht an. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Weil die, egal was die machen, die sind immer safe und gleich kommt noch der scheiß Widow ein Drop. Mineralien. Ja, jetzt ist er safe, hat seinen Bunker stehen. Baut schon die dritte. Also. Hat er schon was gegen Flieger? Ja, kommt jetzt so langsam. Pylonenmangel. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr müsst zusätzlich. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr müsst zusätzliche Pylonen machen. Jetzt kommt der Push. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Zwei WWFs? Was machen die? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir bleiben im Ich hab doch gerade alles hergerufen. Ich bin hier. Das kommt dann nämlich von da. Also wir sind nicht ganz so ein stressiger Terraner wie der letzten. Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Doch nicht, kommt doch nicht. Ich habe gedacht, der kommt. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt nicht genügend. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend. Ah, ist mal ein langweiliger Terraner. Ist wahrscheinlich noch nicht so gut. Dies müsst ihr in einem Energiefeld lassen. Menschen Upgrades, Einser Upgrades. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, und dann noch ein Kolossi. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Energie.
können wir eigentlich die nächste Echse nehmen. Pylon wird angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Und da kommt auch noch irgendwas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ja, Minowik, top. Ja, der ist nicht so gut. Basis wird angegriffen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ein bisschen was da stehen, ne? Ich weiß nicht, ob das, sich das für mich lohnt, da anzugreifen. Ich probier's trotzdem. GG. Na gut, das war ein einfaches Spiel. Der war auch nicht so gut. Tja, ich würde aber trotzdem sagen, das reicht für mich heute. Es sind auf jeden Fall über unseren 7 Minuten, die wir wollten. Und ja, wir sind zurzeit ziemlich schlecht, also wenn wir angucken, verlieren wir zurzeit mehr, als wir gewinnen. Also ich werde mir morgen auf jeden Fall mal Samstag ein paar Sachen raussuchen und versuchen mal ein bisschen mehr, mich zu verbessern wieder, ein bisschen mehr länger zu spielen. Also es reicht wahrscheinlich wirklich nicht ein, zwei Spiele am Tag zu machen. Das frustet auch, muss ganz ehrlich sagen. Also man muss wirklich mehrere Spiele machen, damit man erstmal reinkommt ins Spiel und dann wieder besser wird. Und ich muss trotzdem sagen, Terraner sind nervig. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen und ja, bis dahin, tschüss, tschüss, euer Mudibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mudibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Mudibär. Tschüss, tschüss.